Heute knallen nicht die Korken, sondern die Röhrchen. Wir machen uns die Reaktion zwischen Natron und Essig zunutze, feuern damit eine Kanone ab und lassen eine Rakete starten. In beiden Fällen brauchst du ein Röhrchen, so wie die, in denen Vitaminbrausetabletten verkauft werden. Dazu einen Löffel, Essig, Natron, einen Eimer Wasser zum Reinigen, ganz viel Vorsicht und eine verantwortliche, erfahrene Person, die mit dir darauf achtet, dass du an alles denkst, was der Sicherheit aller potenziell Betroffenen dient. Dieses Experiment habe ich jahrelang mit ungezählten Kindern verschiedenen Alters durchgeführt. Je nach Alter und Vorsicht lasse ich sie eher oder nur zuschauen oder mehr bis alles selber machen. Das, was du nicht tust, ist genauso wichtig wie das, was du tust. Und das, was nicht passiert, ist genauso wichtig wie das, was passieren soll. 6 Grundregeln lege ich euch ans Herz. Röhrchen wurde kaputt. Erstens, forsche im Team. Finde dir einen passenden und verantwortlichen Partner. Schaut euch das Video aufmerksam an. Schnuppert mal am Essig und gebt davon mal etwas auf Natron. Dabei entsteht Hitze. Spürt die. Jetzt habt ihr einen ganz, ganz kleinen Eindruck von eurem Treibmittel und der Kraft dahinter. Sprecht über mögliche Gefahren. Recherchiert gerne auch darüber, was Natron und Essig mit Schleimhäuten so machen. Zweite Regel. Einen geeigneten Ort finden und vorbereiten. Euch dient ein ruhiger Ort, der ausreichend groß, steigungsfrei und eben ist und in dem ihr euren Deckel gut wieder ausfindig machen könnt. Für die Kanone vereinbart, von welchem Punkt ihr in welche Richtung schießt. Für die Rakete bereitet und markiert eine Stelle, an der ihr euer Röhrchen zuverlässig zum Start aufstellen werdet. Schließt aus, dass jemand in eure Schusslinie läuft, zum Beispiel, indem ihr einen Schussbereich markiert. Ihr könnt auch Anwesenden euer Vorhaben erklären und kurzfristig verbieten, sich in diesem Bereich zu bewegen. Dazu kann sich einer daneben stellen, der bei Bedarf Passanten abfängt. Man weiß ja nie. Ich habe da schon einiges erlebt. Dritte Regel. Arbeite sauber. Am Rand deines Röhrchens soll weder Natron noch Erde sein, sonst schließt der Deckel nicht gut und dann funktioniert der Versuch nicht. Darauf achtest du einerseits, wenn du Natron einfüllst, andererseits schon bei der Reinigung des Röhrchens. Dafür kannst du einen Eimer klares Wasser dabei haben. Eine große Flasche kannst auch tun. Vierte Regel. Ziele niemals auf wen auch immer. Weise mit dem Geschoss immer weg von Menschen und Tieren, dich selber eingeschlossen. Stell dir vor, du bist einfach nur der Ständer des Röhrchens. Ein Ständer guckt nicht, was mit dem Deckel los ist. Er hält das Röhrchen und steht dabei in der Landschaft. Und sonst gar nichts. Gehe allerdings sicher, dass sich auch niemand in deine Schusslinie bewegt. Diese wichtige Aufgabe sollte einer von euch mit voller Aufmerksamkeit ausführen. Wechselt euch doch dabei ab. Sowohl Natron als auch Essig sind ätzende Substanzen. Sie können zu Hautverletzungen führen und sind sehr schmerzhaft auf allen Schleimhäuten wie Augen, Nase, Mund und auf Wunden und Verletzungen. Außerdem baut sich im Röhrchen ein großer Druck auf. Der Deckel kann mit voller Kraft etliche Meter weit fliegen. Es lässt sich auch gar nicht genau vorhersagen, wann und wohin der Deckel fliegt. Wer den aus ein paar Metern oder gar weniger abkriegt, kann durchaus verletzt werden, sowohl von der Wucht des Schusses als auch von den ätzenden Antriebsmitteln. Fünfte Regel: Habe Geduld.
Stell dich darauf ein, richtig viel Geduld mitzubringen. Manchmal schießt das Röhrchen los, kaum ist es zu. Manchmal dauert es mehrere Minuten, bis es losschießt. Einem perfekten Röhrchenständer wie dir hat das prinzipiell wurscht zu sein. Wenn wir auf einen Raketenstart warten, können 5 Minuten sich allerdings wie eine Ewigkeit anfühlen. 6. Regel: Nach Kontakt mit Essig und Natron, Hände waschen. Wie schon erwähnt, sind Natron und Essig im wahrsten Sinne des Wortes echt ätzend. Während sie eure Haut berühren, wird diese immer sensibler. Ihr bekommt dann brennende oder stechende Schmerzen. Manchmal kann die Haut auch irgendwo reißen. In einer solchen Wunde brennt es dann richtig übel. Falls ein natronbepuderter Finger mal an Auge, Nase oder Mund landet, ist das auch unangenehm bis schmerzhaft. Deswegen achtet darauf, immer wieder gut die Hände zu waschen, wenn Essig oder Natron darauf landen. Klares Wasser ist super. Verzichtet auf Seife. Es leistet gute Dinge, die Hände vor und nach dem Versuch gründlich einzufetten. Nachdem du jetzt weißt, worauf zu achten ist, kommen wir jetzt zur Durchführung des Versuchs. Du brauchst Essig, Natron und Löffel direkt vor dir. Du hast eine ausreichend ebene Fläche, um diese Dinge schnell abzustellen, ohne dass sie umkippen. Röhrchen und Deckel hältst du in einer einzigen Hand, damit der Deckel sauber bleibt und das Schließen nachher möglichst schnell geht. Soweit, so gut. Dann kann's ja losgehen. Du gibst einen halben bis knappen Teelöffel Natron und einen Schluck Essig in das Röhrchen. Dann schließe den Deckel sofort, schnell und richtig feste. Sonst kann es passieren, dass sich der Druck nicht richtig aufbaut oder aber schneller, als ihr Zeit habt, um das Röhrchen in die richtige Richtung zu halten. Und dann zielst du. Bei der Rakete braucht ihr außerdem eine richtig gerade Fläche, die ihr daraufhin testen und vielleicht ein bisschen vorbereiten müsst und natürlich auch zielsicher wiederfinden sollt. Macht sie optisch kenntlich. Euer Röhrchen kippt auf einer unebenen oder schrägen Fläche ganz leicht um, fliegt sonst noch wohin und kann jemanden verletzen. Hier solltet ihr außerdem darauf achten, 2 Meter Mindestabstand einzuhalten. Denn die Rakete fliegt ja nach oben und wieder auf euch herunter. Sie kann auch kippen, schräg nach oben starten oder am Boden liegend in 2 Richtungen sich abfeuern. Man kann das Ding auch mal schütteln. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Wenn er nochmal anfangen. Schütteln heißt hier, dem Röhrchen einen kräftigen Ruck verpassen und es dann ganz schnell sicher abstellen. Oh. Diesmal gehe ich so schnell. Dann irgendwann manchmal funktionieren sie nicht mehr so. Dass der Deckel nicht mehr so gut schließt. Huch! War schon vorher kaputt. Okay. Ja, ich hatte dank meiner Hilfe. Ja.